Die Lava muss weg. Also wie gesagt, man kann den Hellstone schon ganz gut meinen und es muss extrem vorsichtig sein, was so den Schaden und so angeht. Ja. Jede Menge Aschenblöcke danach übrig, das weiß ich jetzt schon. Oh, fuck. Wow. Wow. Du kannst die Dinger einfach abschießen. Also die Bälle. Okay. Also wenn die Bälle auf dich zukommen, einfach drauf schießen. Mhm. Oh. Das war nicht meine schlauste Idee, muss ich feststellen. Aha, passiert ja nichts. Lülü. So, bist du dann dort? Achso, bist du dann noch darüber? Mhm. Ich wollte nämlich den, dann eigentlich den großen Brocken hier oben mal abfarmen, sozusagen. Darf ich dich kurz einsperren? Yep. So, sicherheitstechnisch einsperren. Ja, lass mich da hoch. Ja. Ich sag's noch. Da kommt Lava raus und so. Ja. Ja, ich war gerade ziemlich dumm. Ich wollte eigentlich von unten nach oben abbauen. Ich habe auch vorhin meine 15 Gold zerstört. Deine 15 Gold? Ja. Wie hast du denn das geschafft? Weil ich auf Shift gedrückt habe. Oh, sehr gut. Ja. Das ist super toll, was Minecraft da mit uns macht, sozusagen. Schlimm. So, ich guck mal, ob ich das von dir wieder krieg. Na, ich müsste es eigentlich bis runter voll schaffen. Upp. Warum hast du deine Meteoris noch dabei? Ich hab die mal angelassen, damit ich schießen kann unten. Das Ding brauchen wir nicht. Ich habe inzwischen 100 Hellstone. Rotten Egg, wieso hab ich ein Rotten Eggs hier dabei? Rotten Fuchs wahrscheinlich von dir. Das auch. Ein Goldbrick brauchen wir nicht. Willst du die Goldchest behalten? Ich hab eine Goldchest dabei gehabt. Ja, du hast eine Goldchest dabei. Die ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig, ne. Das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Nature's Gift, Reduced Mana, okay. Den Ohr weg. Ich würde sagen, da ist auch noch mehr. Dirt Blocks. Warum hast du da immer Tissue Samples dabei? Cat Shirt. Ja, achso, du bist schon fast da. Ja! Ich hab die meisten Sachen jetzt. Ich glaube bis auf 1. What the fuck? Alter! Ja. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass wir in unseren schönen Gängen natürlich keine Dinger drin haben. Trittplatten. Und da bin ich dabei eben runtergejumpt und hab 230 Leben verloren. Ach so? Oh. Ich komme jetzt auf jeden Fall wieder hoch. Ich habe das Zeug dabei. Wobei ich könnte noch gut, kurz dann, hier. Könnte noch kurz hier abfarmen und dann komme ich wieder hoch. Ja, dann warte ich mal, bis fertig sind und dann begehe ich mal eben selbst mal. Wenn du eh nichts dabei hast. Ja! Ja!
Alex Blade wurde zerstört. Ist auch mal eine geile Ansage. Passt bei uns oben auf, gell? Da sind zwei oder drei Dämonen. Ich muss sie bloß teleportieren. Ah ja, okay, ja, ganz vergessen. Also, ich habe da nie so ein Problem, wenn da irgendwo Dämonen rumkrauchen. Ich habe eher ein Problem. Ja, zählt das als Brühen? Ich hoffe nicht. Lava fließt ab. Fließt schneller, vor allen Dingen. Ehrlich, wenn hier in der Luft schweben muss, damit die Lava unter einem fließen kann, ohne dass man die abkriegt. Boah, das war knapp. Da hatte ich Glück. So, jetzt habe ich ja erstmal den großen Brocken. Ich bin da. So, erstmal dein Zeug zurück. Das ist deins, 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 deins. Du, 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 das. Oh, das war Quatsch. Hä? Ich hab den Obsidian Sky wieder aufgenommen. Ach, du stehst auf der anderen Seite, lol. Du, links ist das alles von dir. Oh. Und ich glaube, die da waren, hast du noch im Inventar, wenn du die noch brauchst. Okay. So, Hellforge. Hellstone Bars. So, ich habe 40 Hellstone Bars rausbekommen. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt noch. Achso, das habe ich ja, wenn dann alles aufgenommen von dir. Ja, genau. So, da könnte ich jetzt, glaube ich, jedem sogar von uns ein großes Schwert machen. Wenn ich mal dahin gehe, wo das Schwerter zu craften sind. Komm her! Nein. So, 20 brauche ich. Genau, da kann ich jedem ein Schwert machen. 37 Melee Damage. Hier. Hast einen ganz guten Roll da bekommen. Boah, das sieht aber ziemlich big aus. Das ist ein bisschen groß, ja. Das ist größer auf jeden Fall. Achso, das kann man nicht gedrückt halten bei dem. Nee, es hat ein Schwert. Muss jeden Schwung eins machen. Aber ich muss mal mit dem Goblin-Typen reden. Reforgen wäre vielleicht gar nicht schlecht. Du hast doch ganz guten Roll. Du hast zwei positive Stats. Ich habe zwei negative. Ja. Ah, nee, einen negativen. Ich habe bloß minus 14% Damage. Aber hier, Reforge, ich mache es. Ja, Geschwindigkeit wäre halt gut. Ja, dieses bleibt aber immer relativ langsam, muss ich sagen. Es ist noch schlechter geworden! Ehrlich, von minus 14% Damage auf minus 31% und minus 20% Knockback. Ja, geil. Oh, jetzt habe ich ein Legendary bekommen. 14% Damage, 9% Speed, Critical Strike, Size und Knockback. Das ist natürlich schon ein bisschen besser. Ja, so ein bisschen, ne? Also jetzt haben wir auf jeden Fall ein fettes Schwert. Ich guck mal kurz, wie viel wir für die Rüstung insgesamt brauchen. 15, 10, 25, 45 Barren brauchen wir für die Rüstung. Ja, okay. Okay. Ja. Warum? Kein Problem. 45 Barren, wir haben gerade eben 40 rausbekommen. Für eine Rüstung. Ich bin krepiert. Ja. Ja gut, das war jetzt... eigentlich schon irgendwie ein bisschen Dummheit von dir, muss ich es mal so sagen. Ja, war's auch. Lass mich mit meiner Piggybank reden. Ach, du blöder Merchant hier. Lass mich mit meiner Piggybank reden. So, Hellstone Ohren packe ich mal hier mit hier rein. Siltblock. Oh, mal wieder Siltblocks. Die kann ich doch hier vernichten. Ach, lol. Hast du bestimmt was eingesammelt? Silbererz. Ach, du hast die Crimson Rüstung jetzt hier reingeschmissen? Na gut. Ja, damit die wenigstens safe ist. Ja.
So, habe ich hier noch so eine Feuerblume bekommen? Nee, da war das alles. Ich weiß nicht, die Bomben. Ja, braucht keine Bomben. Obsidian muss ich auch noch mit hier rein tun. Na, nicht da. Da unten. Wo ist das jetzt? Das blöde Crafting-Material. Da. Wo ist hier ein Trank? Alles klar? Geht's dir gut? Mir geht's. Wie gesagt, wir haben irgendwo Waterwalking Potion und die kannst du mit deinem Lava Charm zusammencraften. Mit dem. Ja, genau, zusammencraften. Ich hab die schon da zusammengeschmissen. Die müssen. Ja, hier. Nee, doch, nee. Hä? Ich hab die schon in eine Truhe rein. In welche? Ah, hier drin. Wo meine. In der komischen Truhe. In welche komischen Truhe? Ja, in der Hard Mode. Ach so, nee, du könntest, hättest den Charm und die Worte, ich mach's jetzt mal. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Moment, jetzt guck ich mal kurz Lava Charm. Lava Charm. Ach, mit Obsidian Waterwalking Boots geht's. Okay. Okay, da kann ich aber. Moment mal. Kann ich mir hier Obsidian Waterwalking Boots machen? Kann ich mir das Lava Waders machen? Das ist ja cool. Darf ich deinen Lava Charm mit verkraften in ein Item von mir? Ja, mach das ruhig. Okay. Ich habe jetzt nämlich Lava Waders, damit kann ich auf Lava laufen und gleichzeitig habe ich noch 7 Sekunden Immunität. War eigentlich eher was für dich. Nee, war's schon. Das erste Item, was hellgrün ist, was ich jemals gesehen habe. Bei dir ist es hellgrün. Ja, die Schrift ist hellgrün. Ach so, ja. Könntest du vielleicht anziehen? Ja, habe ich. Atz. Die Pilzstatue, ey. Lol. Ach so. Ach, da wechseln die Steps, lol. Ja. Ging mir auch schon ein paar Mal so. Also wieder runtergehen und farmen. Ja, würde ich sagen, oder? Wir wollen doch hier mal vorankommen. Und es geht ja anscheinend ganz gut. Ich weiß nicht, man kann die Dungeon halt da überspringen an der Stelle, finde ich. Ja. Der ist dann noch deutlich einfacher, wenn man den ganzen Ausrüstung hat. Ja, klar. Wenn wir dann die Rüstung. Ach so, ja. Wenn wir dann die Rüstung haben, wird es, denke ich, schon einfacher. Ich weiß nicht, ob wir beide auf diese, auf den Melee-Schaden gehen wollen. Aber wir können wahrscheinlich erstmal machen, wenn wir bloß zwei Leute sind. Wir müssen dann bloß ein bisschen aufpassen bei. Oh. Stimmt, Ja, genau. müssen wir hier rüber. Da war was. Oh. Ach so, hier war das, wo du runtergefallen bist. Einfach mal. Ja, da Stimmt. habe ich erstmal 200 Schaden gekriegt. Das könnte ich vielleicht mal. So, zumindest ein paar Steps hingesetzt, dass man nicht direkt Schaden kriegt. Ja, ich habe leider keine. Sonst. Ja, Oh. und jetzt wissen wir halt. Das ist ja überhaupt nie tief, was wir gebaut haben. Toll. Es ist deins, was du vorhin dabei hattest. Wie bist du gestorben? Hey, was steht denn da? Wurde zerstört. Nice. So, jetzt mache ich hier nochmal kurz den Kram rein. Och Mann. So geht's nicht. So, jetzt haben wir hier erstmal überall den. Ach nee, jetzt bloß hier unten. Ah. Gibt's auch einen oberen Teil noch. Hätten wir hier nicht so ins die Tiefe stürzt, überall mal den ganzen Quatsch hin tun.
So, wollen wir jetzt eigentlich zusammen in eine Richtung gehen oder wollen wir das so jeder für sich jetzt? Jeder für sich wäre natürlich effektiver. Und zumindest von der Anzahl der Hellstones her. Ja, Die eben. Frage ist, wie sicher wir die nach oben kriegen. Ich kann sie dir dann bringen, denke ich. Naja, du musst bloß bis zu mir, darfst nicht sterben. Das ist das, was ich meine. So, ich habe 7 Sekunden Immunität. Ja. Und ich kann da drauf laufen, wie ich das verstanden habe. Ja. Oh, what the fuck. Aber du musst, ja, du musst aufpassen, wenn so ein Vieh so eine Guide-Puppe hat. Dann musst du mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja, du hast 7 Sekunden Immunität und du kannst darauf laufen. Also wenn du erst wenn du einsinkst, fängt die Immunität an zu tickern. Da siehst du dann so, wie so bei den Blasen so ein Ding. Kannst immer irgendwo testen, wo wenig Lava ist. Also wie. Ich wollte gerade in die Lava reinspringen und hab mir dann nochmal überlegt, denk so, nee, lieber nicht. Oh Wie Mann. gesagt, teste mal irgendwo, wo eine kleine Pfütze Lava ist, damit du mal siehst, wie die Anzeige aussieht dafür. Weil die ist. Ja. Die muss man sich Ja zumindest gut, mal dann ein. probiere ich das gleich mal. Wie gesagt, da, wo Ach möglichst so. wenig ist. Mal kurz, wo du auch wieder Ja, schnell ja. rauskommst. Im Hab ich. Idealfall. So, jetzt laufe ich da drauf. Er muss Bin ich reindrücken. drin? Also, du musst schon. Da siehst du Ah rechts dann so eine ja, Anzeige okay. für deine Immunität. Die füllt Ja. sich noch langsam wieder auf, also so wieder Luft oder sowas, so eine Ressource halt. Deswegen, der Charm ist schon, ist einer der. Wow! Ach, ich bin ein Trottel. Ich hab Warum? keinen. Ach ne, du hast den Doppel Obsidian Skull jetzt, ne? Nö. Du hast die Water, die hier diese Water, Quatsch, Lava Boots und du hast noch Obsidian Skull, den müsstest du mir mal geben. Ja, den habe ich hier bei mir Weil. unten. Ja. Weil den habe ich dort mit reingecraftet bei mir. Das habe ich total vergessen jetzt. Ich bin auf dem Weg wieder runter. Okay. Aber ich war gerade übelst geschockt, dass ich plötzlich brenne, wo ich in den Kontakt mit den Steinen kam. Deswegen. Panik, Teleport. Ja. Ja, was so schön war, nochmal hier runter. Mein Pinguin macht Also mit. dieses Abbauen von dem Höllenstall gestaltet sich jetzt dann doch etwas einfacher. Auf jeden Fall etwas entspannter, ne? Wenn man mal wieder rausspringen kann und nicht direkt stirbt. Ja. So. Da bin ich. Oh. Boah, Mann. Ich bin zu weit gesprungen, ey. Düt. Zack, 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 zack. So, ich bin fast wieder unten. Ich komme jetzt mal zu dir, ne? Wegen dem Jo. Obsidian Skull. Oder kannst du kurz zu mir kommen? Ich komme da so schlecht rüber. Mit dem Lavasee Ja, das zwischen könnte ich uns. natürlich auch tun. So, was muss ich mir doch mal geben? Oh, pass auf, unter dir. Dankeschön. Bitte. So, ausrüsten. Perfekt. Also, sonst ist So. echt. Da habe ich sonst einen richtigen Hard Mode hier zum Abbauen. Wenn ich auch noch von den Steinen verbrannt werde. Och nö. Ups. So. Klingt immer besorgniserregend, wenn du hoch sagst. Nee, ich, wenn ich die Lava unter mir abbaue, dann bewegt die sich ja und da falle ich da manchmal rein. Ja. Aber es macht ja nichts.
Und deswegen fand ich die einfache Version davon ein bisschen schwierig zu benutzen. Weil sobald sich halt irgendwie Lava bewegt, rutschst du da runter. Mehr Geld. So. Jetzt, das war da, wollte ich hin, genau. So, das klappt doch so langsam hier. So. Mal ein bisschen mehr sehen. Also ich glaube, danach haben wir genug Hearthstone. Das wäre cool. Wie gesagt, wenn wir dann die komplette Rüstung haben, dann können wir auch... Wobei, da ist wahrscheinlich die Session für heute vorbei, aber danach können wir dann gerne mal sozusagen den Skeleton King oder den... Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwie Skeleton irgendwas. Den Skelet Boss halt. Ja. Uns anschauen. Oh. Du. Irgendwas ist, glaube ich, bei dir, was da rumteleportiert oder so. Das soll ruhig seine Bälle verschießen. Gegen die bist du nicht immun, ne? Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, weiß ich. Ich wollte nur erwähnt haben. Aber das kriegt mich auch nicht. Und nur erwähnt, dass sich Lava-Immunität nicht darauf erstreckt. So. Soweit erstmal alles abgebaut, woran ich jetzt direkt rankomme. Wobei, da wo du vorhin gestorben bist, ist noch was. Ja, das stimmt. Wie viel habe ich denn jetzt wieder? 50. Oh, da habe ich doch schon meine Rüstung sozusagen voll. Hast du Ohr oder Höllenstein? Nee, Ohr. Ach stimmt, wir brauchen ja 45 Barren. Ja, sorry. Also, brauchen wir ungefähr knapp 150 Ohr. Ja. Das ergibt deutlich mehr Sinn, würde ich gerade sagen. Irgendwie war das mir dann doch zu schnell. Ja.